Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, heute Abend hat die NATO mit Luftschlägen gegen militärische Ziele in Jugoslawien begonnen. Damit will das Bündnis weitere schwere und systematische Verletzungen der Menschenrechte unterbinden und eine humanitäre Katastrophe im Kosovo verhindern. Der jugoslawische Präsident Milosevic führt dort einen erbarmungslosen Krieg. Wir führen keinen Krieg, aber wir sind aufgerufen, eine friedliche Lösung im Kosovo auch mit militärischen Mitteln durchzusetzen. Dass deutsche Soldaten nach dem Zweiten Weltkrieg wieder in einen Angriffskrieg zogen, ist mittlerweile 20 Jahre her. SPD und Grüne gaben damals grünes Licht für das Bombardement auf Jugoslawien ab dem 24. März 1999. Gerade haben wir Gerhard Schröder mit seiner Ansprache aus dem Jahr 1999 gehört. Er war damals noch relativ frisch im Amt und bis dahin mit dem grünen Außenminister Joschka Fischer ein Hoffnungsschimmer nach der Kohl-Ära. UCK, Kollateralschäden, Graphitbomben, Marschflugkörper, Kassettenbomben, Streubomben, Jäger 90 und Tarnkappenbomber sind Begriffe aus der Zeit, die bis heute präsent sind. Der NATO-Angriff auf die damalige Bundesrepublik Jugoslawien war eine schwere Verletzung des Völkerrechts. Darin sind sich Historikerinnen und Juristinnen heute einig. Die Bundeswehr hat sich damals am Angriff eines souveränen Staats beteiligt. Für den Angriff gab es kein Mandat des UN-Sicherheitsrats. Offiziell gerechtfertigt wurde der Angriff als Akt der Nothilfe und als humanitäre Intervention. Im Völkerrecht ist diese Art von Nothilfe nur für angegriffene Staaten zulässig. Das war hier nicht der Fall. Ja, die Bundesrepublik Jugoslawien steckte in den 1990er Jahren in einer massiven Krise, geprägt von Nationalismus, Inflation, Sezessionserscheinungen, bewaffneten Konflikten und Streit beim Länderfinanzausgleich. Hier ein Ausschnitt aus Joschka Fischers wahrscheinlich berühmtester Rede beim Sonderparteitag der Grünen 1999 in Bielefeld. Ja, jetzt kommt, ich habe nur drauf gewartet, Kriegshetzer. Hier spricht ein Kriegshetzer und Herrn Milosevic schlagt ihr demnächst für einen Friedensnobelpreis vor. Nicht wahr? Es ist der Krieg, ja, und ich hätte mir nie träumen lassen, dass Rot-Grün mit im Krieg ist. Aber dieser Krieg geht nicht erst seit 51 Tagen, sondern seit 1992, liebe Freundinnen und Freunde. Seit 1992. Wir haben uns entschieden, in die Bundesregierung zu gehen. In einer Situation, als klar war, dass hier die endgültige Zuspitzung der jugoslawischen Erbfolgekriege stattfinden kann. Ich erinnere mich noch, nein, ich höre nicht auf, den Gefallen tue ich euch nicht. Den Gefallen tue ich euch nicht. Was ich nicht bereit bin zu akzeptieren. Frieden setzt voraus, dass Menschen nicht ermordet, dass Menschen nicht vertrieben, dass Frauen nicht vergewaltigt werden. Das setzt Frieden voraus. Ich stehe auf zwei Grundsätzen. Nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz, nie wieder Völkermord, nie wieder Faschismus. Beides gehört bei mir zusammen. Ich sage euch, diese Politik ist in einem doppelten Sinne verbrecherisch. Ein ganzes Volk zum Kriegsziel zu nehmen, zu vertreiben durch Terror, durch Unterdrückung, durch Vergewaltigung, durch Ermordung und gleichzeitig die Nachbarstaaten zu destabilisieren, dies bezeichne ich als eine verbrecherische Politik. Und ich verstehe sehr gut die Emotionen. Ich verstehe auch die Argumente der Ablehnung. Jeder hat sie doch selbst in sich. Ich führe diese Diskussion Tag für Tag, im Grunde genommen in mir selbst, und jeder führt sie. Und was ich euch als Außenminister bitte, ist, dass ihr mir helft, dass ihr Unterstützung gebt und dass ihr mir nicht Knüppel in die Beine werft und dass ich nicht geschwächt, sondern gestärkt aus diesem Parteitag herausgehe, um unsere Politik weiter fortsetzen zu können. Ich danke euch. Die humanitäre Katastrophe, mit der Joschka Fischer und Gerhard Schröder die Angriffe damals rechtfertigten, hat es jedoch nachweislich nie gegeben. Joschka Fischers damaliger Auschwitz-Vergleich war nicht nur falsch, sondern auch eine schamlose Beleidigung der Opfer des industriellen Genozids der Nazis im Dritten Reich und deren Hinterbliebenen. Nein, es gab in Jugoslawien keine Konzentrationslager nach Auschwitz-Vorbild. Doch, ja, es gab bis dahin Menschenrechtsverletzungen, es gab Vertreibung, Zerstörung und Tote. Der Vergleich mit einer industriellen Mordmaschinerie, wie sie die Nazis betrieben haben, war in der Situation schlichtweg übertrieben. Er diente nur der Rechtfertigung eines militärischen Angriffs durch die NATO. Es gibt ein Urteil vom Internationalen Gerichtshof von 1986, als sich die USA und Nicaragua um humanitäre Interventionen einen Rechtsstreit lieferten, das besagt, die Anwendung von Gewalt kann keine geeignete Methode sein, die Achtung der Menschenrechte zu überwachen oder zu sichern. Darin hat sich bis heute nichts geändert.
Das offizielle Ziel der NATO, eine erträgliche Menschenrechtslage zu schaffen, wurde nicht erreicht. Es gab noch mehr Menschen auf der Flucht und noch mehr Menschen, die ihr Hab und Gut verloren haben. Mit dem Angriff Jugoslawiens hat die Bundesrepublik Deutschland damals auch den 2+4-Vertrag zur Wiedervereinigung gebrochen. Der besagte nämlich, dass Deutschland keine seiner Waffen jemals wieder ohne UN-Erlaubnis einsetzen wird. Die gab es für den Jugoslawienkrieg nie. Das Ausweiten der Angriffe von militärischen auf zivile Ziele war außerdem noch ein Bruch der Genfer Konventionen und des Haager Abkommens. Zwischen 10 und 15 Tonnen abgereichertes Uran und plutoniumhaltige Munition verschossen NATO-Flugzeuge ab dem 24. März 1999 über dem Kosovo und Südserbien. Kriegsführung mit nachhaltigen Folgen: Krebs, Leukämie, Nieren- und Leberschäden, Knochenmarksstörungen und Gendefekte, gerade bei denen, die die Kriegsschäden beseitigen mussten, aber auch bei den eingesetzten Soldaten. Neu im Jugoslawienkrieg war die sogenannte ökologische Kriegsführung. Es gab Angriffe auf Ölraffinerien und Chemiefabriken. Die Folge: Giftwolken, die weiter nach Rumänien und Bulgarien zogen. Das knüpfte an die Verwendung des Entlaubungsmittels Agent Orange im Vietnamkrieg und das Anzünden von Ölquellen im Irakkrieg an. Das war ein indirekter Einsatz chemischer Waffen. Auch der verstößt gegen die Genfer Konvention und gegen das Edmund-Abkommen. Das alles wurde makabrerweise billigend in Kauf genommen und in die Wege geleitet durch den damals grünen Außenminister Joschka Fischer, der 1993 noch in Hessen erzürnter Umweltminister war, als es dort zu einem Störfall beim Höchstkonzern kam. Nun, 20 Jahre später, die Bilanz der sogenannten humanitären Intervention in Jugoslawien: 78 Tage Krieg, 2300 Luftangriffe, 1200 bis 2500 Opfer, die Zahlen schwanken, darunter 79 Kinder. Angemessen erinnert wurde an diesem Wochenende an dieses Ereignis nicht. Eine offizielle kritische historische Aufarbeitung des illegalen NATO-Angriffs steht aus.